Servus Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamo. Cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video geht's um eine Drohne und zwar um nicht irgendeine Drohne, sondern um eine Drohne der Firma DJI und zwar um das Modell Spark. Warum ich mich für diese entschieden habe, was für technische Spezifikationen sie hat, sprich Akkuleistung, Reichweite, Kamera etc. zeige ich euch nach einem kurzen Einspieler der Drohne. Ich habe ein paar Close-Up-Aufnahmen gemacht, um euch einen besseren Eindruck von der Drohne schon mal optisch zu verschaffen und würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Eindruck schon mal von der Optik der Drohne machen. Sie ist wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr gut verarbeitet. DJI typisch natürlich, auch selbstverständlich vergleichbar mit den großen Geschwistern der Mavic und der Mavic Pro. Wie gesagt, vom Preis her, sie kostet circa ein Drittel derzeit als ihre großen Geschwister. Und ich würde sagen, ich sage euch jetzt erstmal etwas zu den technischen Daten. Auch hier nochmal von der Größe im Vergleich zu meiner Hand. Sie ist wirklich sehr, sehr klein im Vergleich zu herkömmlichen Drohnen. Und da ich sie jetzt schon so in der Hand habe, ein kleines Gimmick der Drohne ist, man kann sie auch aus der Hand starten lassen und auch selbstverständlich wieder in der Hand landen lassen. Sie hat eine Gestensteuerung, sprich, ihr lässt sie starten. Sie schwebt auf einer Höhe von ca. 1,20 m. Dann seht ihr hier die Kamera und den Sensor. Dort, wenn sie jetzt so schweben würde, breitet ihr eure Hand aus vor der Drohne. Sie wird von der Drohne erkannt und dann könnt ihr die Drohne selbstverständlich mit euren Gesten steuern, indem ihr eure Hand hin und her wischt, nach oben und unten, hinten und vorne. Ihr könnt auch Selfies damit auslösen. Also ihr könnt sozusagen als Selfie-Stick benutzen, diese Drohne. Und ja, sie hat ein Gewicht von ca. 300 Gramm. Das ist vergleichbar mit einem herkömmlichen großen Smartphone, bei iPhones mit der Plus-Reihe beispielsweise und noch ein Ticken mehr, aber sie ist wirklich ein Leichtgewicht. Der Akku ist auch wirklich leicht. Er hat eine Flugzeit von ca. 15 Minuten im normalen Modus. Selbstverständlich, wenn ihr den Sportmodus einschaltet, wie ihr hier seht, dann hat sie eine Flugzeit von ca. nur noch 8 Minuten, aber wenn ihr ganz normal fliegt, wie gesagt, circa eine Viertelstunde mit einem Akku. Es gibt natürlich noch von DJI die Fly More Combo. Das bedeutet, es sind drei Akkus, ein Dreifach-Ladegerät. Dann könnt ihr sozusagen mit den zusätzlichen drei Akkus und dem Akku, der bei der Drohne dabei war, gut und gerne eine Stunde fliegen. Was wirklich vollkommen ausreichend ist, meiner Meinung nach. Dann die Abmessungen, wie schon erwähnt, wirklich sehr, sehr klein. Circa 14x14 Zentimeter, ca. 6 cm hoch, um einen kleinen Vergleich zu haben. Eine CD, eine handelsübliche CD oder DVD, hat ca. einen Durchmesser von 12 cm. Also wirklich nicht viel größer wie eine normale CD. Dann hat sie eine Steiggeschwindigkeit maximal von 3 Meter pro Sekunde. Also sprich in 30 Sekunden ca. wärt ihr auf einer Höhe von 100 Metern. Finde ich auch sehr, sehr beeindruckend. Eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im Sportmodus finde ich wirklich also unfassbar eigentlich für dieses kleine Gerät. Eine maximale Flughöhe von 4000 Metern. Ich muss dazu erwähnen, das dürft ihr eigentlich nicht. Man sollte die Drohne in Deutschland derzeit bei der jetzigen Gesetzeslage immer in Sichtweite fliegen. Auch nicht höher wie 100 Meter.
Und das sind 4 Kilometer natürlich etwas drüber. In der Höhe fliegen Hubschrauber und Rettungshubschrauber etc. Da würde ich mich jetzt nicht hochwagen, weil wenn die beiden kollidieren, das geht nicht gut aus. Also weder für eure Drohne noch für das jeweilige Fluggerät. Dann hat es eine maximale Flugreichweite, zu erwähnen mit der Fernbedienung, von ca. 2 Kilometern. Und mit dem Smartphone, wenn ihr diese Fernbedienung nicht habt, es gibt die Drohne natürlich auch einzeln zu kaufen ohne diese Fernbedienung, dann hat sie eine circa Reichweite von 50 bis 100 Metern mit eurem selbst erzeugten Wi-Fi-Netzwerk sozusagen. Dann, wie schon erwähnt, die maximale Flugzeit sind ca. 15 bis 16 Minuten im normalen Modus. Betriebstemperatur 0 bis 40 Grad. Naja, also in Deutschland wird es selten über 40 Grad, also ist das vollkommen ausreichend. Sie hat auch noch, muss ich dazu erwähnen, ein kleinen Lüfter integriert. Hier sind noch die 2 Löcher, wo die Luft rauskommt, um den Akku zu kühlen. Hier vorne der Gimbal mit einer 1080p Full HD Kamera. Für meine Zwecke vollkommen ausreichend an der Stelle. Und nochmal zum Akku zu sprechen zu kommen. Die Ladezeit beträgt circa, wenn der Akku komplett leer ist, 52 Minuten. Also sprich circa eine Stunde. Finde ich akzeptabel. Ich habe es immer so gemacht, dass ich eine Powerbank mit mir rumgetragen habe, wenn ich fliegen gegangen bin. Und dann habe ich die Drohne mit der Powerbank aufgeladen. Das funktioniert selbstverständlich auch. Und ja, wie die Drohne fliegt, die ersten Schritte der Einrichtung und so weiter, darüber werde ich selbstverständlich in den nächsten Tagen, wenn das Wetter mal mitspielt, ein Video drüber machen. Werde es dann hier hochladen. Würde mich freuen, wenn ihr dieses auch ansehen würdet. Und ja, an der Stelle wie immer, würde mich freuen über einen Daumen hoch für dieses Video. Wenn ihr ein Abo da lasst, wäre auch ganz cool von euch. Und selbstverständlich, wenn ihr die Glocke alarmieren würdet, dann benachrichtigt euch YouTube immer, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ja, bei weiteren Fragen schreibt mir immer in die Kommentare. Ich werde versuchen, euch schnellstmöglich zu antworten. An der Stelle sage ich mal wie immer ciao und bis zum nächsten Mal.